Ja, bei mir jetzt Per Parizio, Spielertrainer der Gäste des TuS Platten. 1:6 verloren, wie fällt dein Fazit aus? Ja, uns war klar, dass heute nicht viel drin ist. Wir sind halt mit den Leuten sehr angeschlagen, hatten nur einen auf der Bank. Irgendwann kam noch einer dazu, trainiert. Über die Hälfte war zum ersten oder zweiten Mal heute da. Und wir wollten halt so lange es geht die Null halten und gucken, was noch drin ist. Aber ja, die haben mit den schnellen Leuten vorne zu schnell Tore kassiert und ja, mehr war nicht drin. Und die Hoffnung jetzt, dass möglichst alle schnell dazukommen und dass wir dann noch ein paar Punkte holen, mich abzusteigen? Oder wie ist der weitere Prognose? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen bis zum Ende der Saison halt guten Fußball spielen. Heute bei dem Platz kannst du halt fast nur lange Bälle spielen und so viele Punkte wie möglich holen und Hauptsache mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Mehr wollen wir nicht dieses Jahr.